Und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 3. Wir sind hier unterwegs in der Schule von Springvale. Und wir wollten in den Keller gehen. Mal gucken, was uns da erwartet. Ein Raider! Kopf, Kopf, Kopf! So, das war's. So, 13 Erfahrungspunkte. Schmutziges Wasser, das können wir uns ersparen. Red X können wir mitnehmen. Scotch. So. Kronkorken, Messer. Schrotpatrone nehmen wir mit. Splittergranate nehmen wir auch mit. Blastmeisterrüstung. Ja, uch, jetzt heiß genommen, na egal. So, was kann ich hier machen? Nix. Das war doch aber wahrscheinlich nicht der einzige Gegner hier unten, ne? Vorsicht! Was geht hier vor sich? Okay, da geht's wieder zurück zur Grundschule. Wir holen uns aber erstmal den einen Typ, der hier... Alter, was ist denn hier los? Sehr schwer, okay. Werkzeugkasten. Wo ist der Typ hin? Da. Den kriegen wir noch. Oder auch nicht. Au! Oh. Erwischt. Einer noch! Jawohl. So. Und ich glaube, wir müssen uns gleich mal heilen. Raider-Sadisten-Rüstung. Okay. Splittergranaten sind immer gut. So, seid ihr. Munition. Munition ist auch immer gut. 5,56 mm Schuss. Ich glaube, das ist fürs Sturmgewehr oder so. Nehmen wir mit. Red X. Nuka-Cola. Noch ein Werkzeugkasten. Krabbelt hier irgendwas auf dem Boden rum? Klingt zumindest so. Stange Zigaretten, sehr schön. Irgendwas ist da unten. Ich weiß nur nicht was. So, aber jetzt erstmal kurz... Irgendwie geheilt. Warte mal, das kann man doch auch so machen. So, unser Kopf. Ein Stimpack. Das hat uns jetzt ein bisschen was gebracht, ne? Und ich glaube... Da hat sich das Spiel aufgehakt. Ich glaub's ja nicht. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Ich hoffe, das Spiel lässt uns jetzt in Ruhe spielen. Denn ich habe so das Gefühl, Fallout 3 mag nicht so gerne aufgenommen werden. Naja. Mal sehen, ob sich diese Abstürze jetzt hier noch häufen. So, ich wollte... kurz irgendwie Heilung hier vollbringen. Das können wir alles essen. Das bringt uns dann... Warte mal. Ja gut. Die Radioaktivität steigt dann etwas, aber egal, komm.
Geht ja noch. Hauptsache, wir heilen uns so ein bisschen. Na, komm, da geht noch was. So. Schadenlos. Komm, wir trinken einfach so eine New Coca-Cola. Sehr schön. Quick Save und dann hinein in die Grundschule. So, da sind noch Raider irgendwo. Da zum Beispiel. Das war's. Hui! Vor mir? Bete, dass ich dich nicht finde. Ja, komm schon. Level erhöht. Das brauchen wir. Sehr schön. Wollen wir mal die Granate ausprobieren? So, warte, komm, wir probieren mal die Granate. Warte. Hier ist niemand. Na, wo sind sie? Hallo? Da! Oh, schade. Na, dann eben so. Pem, Pem, daneben, Treffer. So. Jetzt geht's los. Wo ist der andere da drin? Bist du es? Willst du es töten? Hallo? Da! Schon wieder so eine von den Ladies, die immer gleich aussehen. Plong! Verängstigt wie ein kleiner winselnder Hund. Nee, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich voll motiviert. Was denn hier passiert? Haben die hier die... die Kinder verbrannt? Oder verhungern lassen? Sieht so aus, ne? Ach, krass. Da bin ich. Hi. So, nimm das. Das war's für dein Kopf, mein Junge. So, 32er Pistole. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, das Ding nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Da hinten ist noch einer. Alter, was für eine gruselige Schule. Und ich frage mich... wirklich, was die hier mit den Kindern gemacht haben. Ach so. Genau, Level 3. So, ich würde sagen... reparieren machen wir erstmal auf 30. Sprengstoff brauchten wir, glaube ich, 20, ne? Kann das sein? Machen wir erstmal einen Punkt. Dann... machen wir kleine Waffen auch noch ein bisschen höher, so. Okay, ein extra. Heller Kopf könnten wir auf Stufe 2 machen. Aber komm, wir machen was anderes. Wir machen mal den Waffenfreak, hm? So. Was? Anrecht auf irgendwelche Waren? Hier hat keiner ein Anrecht auf irgendwas. Freunde. So, die sind alle leer. Da ist noch was drin. Ah.
Na gut, komm. Gucken wir halt erst alles durch. Der Typ scheint es ja jetzt nicht so eilig zu haben. Vor mir? Bete, dass ich dich nicht finde. Da kommt eine. Hä? Die sind über uns wahrscheinlich, das kann sein. So, wir sammeln erstmal alle Kippen hier ein. Die sind nämlich auch wertvoll, können wir verkloppen. Nuka-Cola. So, hier ist nichts mehr. Doch, ich glaube, die sind über uns. Oder auch nicht. Da ist er! Stirb doch endlich! Wie viele sind denn das noch? Wie viele noch? Ich höre schon wieder diesen verdammten Krach. So, warte mal, schleichen mal. Aber hier ist ja jetzt keiner mehr unterwegs, ne? Nö. Gut. Wir gucken mal, ob wir irgendwie hochkommen. Ah, was ist hier passiert in drei Teufelsnamen? Was ist hier los gewesen? So, komm, wir gucken uns erstmal hier um. Ein Hund? So. Hier auf. Das ist aber wieder der selbe Weg. Und die sind eindeutig über uns. Was ist das? Schon wieder Kinderskelette. Zuckende Kinderskelette und die auch noch bluten. Okay, hier geht's wieder raus. Was ist das? Das will ich haben. Aber gut, erstmal müssen wir irgendwie da hochkommen. In Etage Nummer 2. Nur wie? Wie? Okay, Schluss mit dem Mist. Wer ist das? Kommen wir da hoch? Wir haben ja auch, glaube ich, eine Karte, ne? So. Gut, da hinten waren wir noch. Gar nicht unterwegs. Da ist noch ein bisschen was. Da drüben. Vielleicht geht's da hoch. Okay, ich nehme mal die Waffe wieder zur Hand. Hier geht's nur in den Keller. Hä? Ich will zu euch hochkommen und euch töten. Ist alles zugeschüttet. Da ist eine Tür auf jeden Fall. Ich habe die weltbeste Orientierung. Es tut mir leid. Hier geht's ja nur in den blöden Keller, ne? Ach. Ja. Warum nicht gleich, ne? So. Wir schleichen mal.
Da hinten scheint jemand zu sein. Und da hat er uns auch schon. Plong! Jawohl, oh oh. Granate! Erwischt? Ich glaube nicht. Da ist sie. Witzigen Helm, den sie da auf hat. Pam! Und die hält auch ordentlich was aus. Oh oh! Raider Wachhund. Leck mich. Sturmgewehr mitnehmen. Gefahr, Gefahr. Sie sind nicht mehr gut ausgeruht. Oh. Ich dachte schon, das wäre es gewesen. So. Kurzen Quicksave. Und dann mal geschaut. Warte mal so. So. Wunderbar. Freut er sich wieder. Okay. Ich glaube, das waren alles hier diese verdammten Raider. Jetzt haben wir da noch eine Nuka-Cola. Sonst noch was Stimpak. Was ist das? Mentats nehmen wir mit. Okay, Jet, aber ansonsten ist hier nichts. No. So, und das Sturmgewehr probieren wir dann gleich mal aus. Aber obwohl, hier sind ja gar keine Gegner mehr. Wie übel, ne? Echt übel kübel. So, jetzt erstmal hier. Chinesisches Sturmgewehr nehmen wir auch mit. Raider Lichtbogenhelm. Okay. Der Kellerschlüssel. Raider Minenprotokoll. Gucken wir mal kurz. So, haben eine verdammte Ameisenkolonie im Tunnel erwischt. Die Bestien haben 7 unserer besten Gräber gefressen, bevor wir den Weg sperren konnten. Wir müssen sie irgendwie vergiften, damit wir weiter graben und uns den Weg in den Vault freisprengen können. Wenn wir nicht bald hinkommen, endet es mit mir noch wie mit Boppo. Nur, dass ich nicht vom Sheriff, sondern von meinen eigenen Leuten abgeknallt werde. Der Boppo. Notizen zu aktiven Aufgaben? Okay. Das müssen wir alles noch lesen. Also das... Moment, Jonas. Ich muss das zuerst aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich hoffe auf dein Verständnis. Fürchte aber, dass du mir böse sein wirst. Ich habe lange darüber nachgedacht und schließlich beschlossen, dass es für dich besser ist, wenn du es nicht weißt. So viele Dinge hätten schief laufen können. Und es ist wirklich unmöglich abzuschätzen, wie der Aufseher reagieren wird, wenn er es herausfindet. Es ist das Beste, wenn er mir die Schuld an allem geben kann. Natürlich weißt du bereits, dass ich fortgegangen bin. Ich musste es einfach tun. Du bist jetzt erwachsen und kommst gut alleine zurecht. Vielleicht können wir uns eines Tages wiedersehen. Ich kann dir nicht sagen, warum oder wohin ich gegangen bin. Ich will nicht, dass du mir folgst. Wir wissen alle, dass das Leben in der Vault alles andere als perfekt ist. Aber zumindest bist du hier sicher.
Allein dieser Gedanke hält mich am Leben. Ich will ja keinen Stress machen, aber mir wäre wohler, wenn wir das hinter uns bringen würden. Okay, ich bin bereit. Mach's gut. Der Jonas. Jonas und Papa. Aber wir werden ihn mit Sicherheit irgendwann wiederfinden. Hoffe ich doch. Point Lookout. Grüße von Point Lookout. Geradewegs aus dem Land der heißen Strände und üppigen Feuchtgebiete kommt die Herzogin Gambit. Das schönste Schiff der Ostküste mit ihrem Fährmann Toba. Dieser Fährmann bringt den hungrigen Massen des Ödlands der Hauptstadt die herzhaften Punga-Früchte auf den Tisch. Diese leckere und nahrhafte Ergänzung ihrer täglichen Ernährung ist mit ihrem scharfen Geschmack die erfrischendste Mahlzeit, die es auf der Welt überhaupt gibt. Besorgen Sie sich die Punga-Früchte jetzt bei Ihrem örtlichen Kaufmann oder kaufen Sie sie auf der Herzogin Gambit, die jetzt südlich der Zitadelle an der Anlegestelle verteut ist. Direkt beim Lieferanten. Sonderbonus. Hallo Abenteurer. Brennen Sie darauf, die Schätze von Point Lookout selbst zu entdecken? Dann sprechen Sie mit Toba, um eine Passage in dieses geheimnisvolle Land zu buchen. Okay, das gehört auch zu dem DLC. Brief von Vault-Tec, Mr. und Mrs. Gomez. Herzlichen Glückwunsch, Ihre Familie ist nun Teil der Vault 101-Gemeinschaft. Ihre Antragsunterlagen enthalten ein Dokument mit sämtlichen Regeln und Verfahren, die bei der Vorbereitung auf die Aufnahme in ein Vault-Tec-Werk zu beachten sind. Hier jedoch einige der wichtigsten Informationen. Vault-Tec stellt ansässigen sämtliche Kleidung, sämtliches Bettzeug und die gesamte Unterkunft zur Verfügung. Persönliche Besitztümer müssen von einem autorisierten Vault-Tec-Hermetik-Techniker geprüft und genehmigt werden, bevor diese an ihrem reservierten Quartier im Vault entgegengenommen werden können. Im Falle einer Notzulassung zum Vault sind keine persönlichen Besitztümer im Bereich hinter dem Haupteingang zulässig. Sämtliche Vault-Tec-Bewohner haben an einem Orientierungsseminar teilzunehmen. Falls Sie nicht im Rahmen der Antragstellung an einem solchen Seminar teilgenommen haben, vereinbaren Sie bitte sofort einen Termin mit Ihrem Vault-Tec-Vertreter. Im Fall einer Vault-Tec-Aktivierung ertönt eine Vault-Tec-Sirene, die im direkten Umkreis des Eingangs zu hören ist. Dies geschieht bei Proben ebenso wie im Ernstfall. Ansässige werden mittels Holoband-Nachricht unter der Rufnummer kontaktiert, die in Ihrem ansässigen Profil gespeichert ist. Bitte melden Sie sich in diesem Fall umgehend bei Vault 101, um bei einer solchen Benachrichtigung die Zulassung und Eintrittsbearbeitung zu durchlaufen. Vault-Tec freut sich, Sie und Ihre Familie als Ansässige begrüßen zu dürfen. Denken Sie daran, Ihrem Vault-Tec-Vertreter dieses Schreiben vorzulegen, um Ihre Vault-Boy-Gedenkwackelpuppe in limitierter Auflage zu erhalten. Mit freundlichen Gruß, Vault-Tec, PA-Abteilung Washington DC. So. Hier hatten wir, jetzt guck ich mal kurz. Können wir auch noch nicht reparieren. Wir nehmen mal das. Packen das auf die 3. 24, 52 Schuss. Okay, wir nehmen das Ding mal. Hier können wir wieder runter. Ist das Tageslicht? Ach was. So, hier können wir, glaube ich, nachschauen, was hier so los war. Nuka-Cola. Das machen wir gleich. Deckung, das können wir lesen. Munitionskiste. Das nehmen wir alles mit. Kampfmesser nehmen wir auch mit. So, Protokolleintrag Nummer 003. Haben eine verdammte Ameisenkolonie im Tunnel erwischt, die besten Gräber gefressen. Das haben wir schon. Ein paar von denen hatten es satt, Tunnel zu buddeln und haben angefangen, sich durch die Minen Zugang zu den Höhlen zu verschaffen. Gar keine so blöde Idee. Die Explosionen haben das Gebäude praktisch auseinandergerissen. Hat uns auf der Seite ein, zwei neue Fenster verschafft. Okay, blöder Witz. Ich lasse einige meiner Leute eine Karawane überfallen, um mehr Sprengstoff zu beschaffen. Wir werden beim Sprengen aber weniger davon nehmen müssen, sonst werden ein paar von den Deppen in Megaton noch neugierig und schauen vorbei. Ja, so wie wir.
Popo ist übelst abgekratzt. Die Idee, sich hier einzurichten, war gar nicht schlecht. Wir leben ganz gut von den Händlern und Karawanen auf dem Weg nach Megaton. Die Stadt zu überfallen, das war allerdings saublöd. Der Idiot hat die Kugel verdient, die ihm Sims in den Kopf gejagt hat. Jedenfalls gibt es hier besseres Wasser. Wir sollten versuchen, in den verdammten Vault reinzukommen, statt in den abgerissenen Ort. Wenn wir da reinkommen, sind wir gemachte Leute. Verbindung gedrängt. Suck me. Können wir den nehmen? Ja, können wir. Gut. Irgendwie müssen wir dann noch nach unten kommen. Zu diesen Riesenameisen, ne? Irgendwie. Und das ist ganz schön groß hier, muss ich ja sagen. So, die hatten wir nicht. Okay, hier waren wir nämlich auch noch nicht. Alles leer. Nuka-Cola. Ach, was? Was ist denn hier passiert, ey? Es sind doch auch Raider hier. Warum hängen die sich denn gegenseitig auf? Na gut. Was frage ich? So, ich versuche jetzt mal darüber zu kommen. Hat funktioniert. Nuka-Cola Quantum. Okay, ich komme sogar wieder hierher. Schön. Und was ist Nuka-Cola Quantum? Bringt einfach mehr als die normale Nuka-Cola. Okay. Wo geht es hier entlang? Warte mal kurz. Da sind wir wieder draußen. So, okay. Dann also irgendwie runter. Und zwar hier. Ich mache mal einen Quick Save. Sind wir hier richtig? Ich gehe davon aus, ne? Ja. Ja, hier hört man die Viecher schon. Aber das ist immer noch... Das ist doch hier wieder derselbe Keller, ne? Ah, hier brauchen wir den Schlüssel, okay. Okay. Da unten sind die Viecher. Wir haben keine Granaten mehr, ne? Okay, wir kommen hier hoch. So. Kopf. Oh, nicht schlecht. Dann machen wir gleich die nächste. Geht das mit einem jetzt? Na, fast. So. Das funktioniert gut mit dem Ding. Kronkorken. Was ist das? Jet- und Werkzeugkasten. Sensormodul nehmen wir mit. Elektrischer Leiter nehmen wir auch wieder mit. Psycho nehmen wir mit. Und dann... Gehen wir mal hier runter, wa? So. Pam! Das war's mit deinem Kopf. Und mit deinem auch gleich. Jawohl. So, allerdings müssten wir mal Munition sparen, denke ich. Wir nehmen mal wieder unsere Pistole. Einmal kurz hier hinten, hier ist nix.
Spaß. So, komm her. Da erwischen wir den Kopf wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, dann nehmen wir halt den Hintern. Jawohl. Da kommt noch eine. Da müssten wir aber den Kopf erwischen. Und den Rest auch. So. Ach was. Was ist das hier? Kann man das nehmen? Nee. Kann man nicht. Da geht's hoch. Hier passen wir wahrscheinlich eher nicht durch. Ödländer. Brahmin Hautoutfit. Mhm. Medics, Mendel. Und ein Sturmgewehr. Und Munition und viele Viecher. Alter. Da wäre eine Granate ja jetzt nicht schlecht. Würde ich sagen. Einmal. Und zurück. Stirb, endlich! Hui. Das waren ein paar, würde ich sagen. Sturmgewehr nehmen wir mit. Jet, Stimpak. So, bei ihm, bei ihr nehmen wir noch das mit. Was liegt da? Kann ich mal kurz da weg, so ein bisschen. Ja, warte mal. So. Chinesische Armee, Trainingshandbuch für Spezialeinsätze. Ameisenfleisch. Okay. Da kommen wir auch nicht hoch. Das war's hier wahrscheinlich schon. Ja. Das wird es hier gewesen sein. Hauptsache, damit man halt da das Sturmgewehr nochmal findet und so weiter. Na gut. Dann können wir hier verschwinden. Eieieiei. Übel Kübel. So, und damit müsste ja die Schule hier auch abgeschlossen sein. Das müsste es gewesen sein, wa? Gut, hier haben wir auch alles. Gut. Ist es draußen noch dunkel? Wahrscheinlich, ne? Wie komme ich hier überhaupt raus? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Hier waren wir noch gar nicht. Oder? Haben wir hier schon mal reingeguckt? Maulwurfsratte? Nee, hier waren wir noch gar nicht drin. Fast übersehen hier. Aber gut. So viele interessante Dinge gibt es ja hier nicht. Red Away ist, glaube ich, ziemlich gut. Um halt eben die Strahlung und so wegzubekommen. So, okay. Gut, hier komme ich raus. Ich guck mal, wie es draußen aussieht. Es ist dunkel, okay. Lalalala.
Stunden, ne? So, dann pennen wir einfach. Bis 6:30. Uah, guten Morgen. Okay. Und nächstes Mal kümmern wir uns dann um die Quest von Lucy. Ich glaube, da oben... Ist das da hinten schon? Nee. Da hinten. Warte mal, ich gehe mal kurz hier hoch und guck mal, wie weit das weg ist. Ja. Weit weg. Aber gut, da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Also bis dann, ciao.